Hau ab, hau ab, hau einfach ab. Wenn irgendwas dir nicht gefällt, dann hau einfach ab. Das Ding sieht so aus, wenn man das hört, hat man ja kein schönes Gefühl. Da möchte man meistens sich zurückziehen und sagen, ja, hau doch einfach ab, hau doch einfach ab. Man kann nicht einfach so abhauen, weil das Loslassen nicht so einfach fällt. Loslassen und annehmen. Stell dir einfach vor, da ist ein Mädchen, im kleinen Rock, vielleicht 3-4 Jahre alt oder sowas. Und du gibst ihm einfach so jede Menge Luftballons. So diese, wie heißt die nochmal? Diese Luftballons, die leicht aufsteigen. So. Das anzunehmen ist manchmal relativ leicht. Aber wenn die so aufsteigen und du siehst das Mädchen irgendwie so fast schon irgendwie da los. Die Frage ist, lasse ich da los und werde schwerer oder halte ich dran und werde leichter? Loslassen ist nicht am einfachsten. Ist auf jeden Fall nicht leicht. Es gibt noch andere Beispiele. Ein Mädchen, die ist vielleicht 16 Jahre alt, hat sich verliebt in einen ganz hübschen Jungen und der küsst auf einmal ein anderes Mädchen. Kann dieses Mädchen jetzt den Jungen loslassen? Normal nicht, ne? Es gibt auch einen, den Mann, der dann alles gewagt hat und riskiert hat und diese Frau, diese hübsche Frau geheiratet hat. Jetzt sieht er sie fremdgehen. Kann er sie loslassen? Er wird Alkoholiker, der macht die wildesten Sachen, aber lässt sie nicht los. Loslassen ist nicht immer einfach. Manchmal kann man von seiner Arbeit Urlaub nehmen, weil man sowieso keine feste Beziehung dazu hatte. Man geht zur Arbeit, 6 Monate lang hin, macht irgendwas. Und dann kann man 2 Wochen irgendwo hingehen, wo man wirklich nichts macht. Was aber kein wirklicher Unterschied ist. Man kommt unerholt zurück. Zumindest an dem Tag, wo man wieder beim Chef ist, fühlt man sich genauso wie vorhin. Man hat nicht wirklich was losgelassen. Man hat auch nichts angenommen. Weil annehmen, es ist ja manchmal so, wenn ich ja was, vielleicht habt ihr ja ein Geschenk bekommen mal, der so irre groß war, dass man sich einfach schlecht gefühlt hat. Man kann es nicht leicht annehmen. Es ist schwer. Es ist schwer, irgendwas anzunehmen, egal wie gut das aussieht. Es gibt diese 2 großen Faktoren, die das Leben manchmal unbewusst steuern. Das eine ist ja diese überwältigend schönen Momente, die den Heroinsüchtigen nach 9 Monaten Entzug immer noch zu seinen Freunden gehen lässt und nochmal nach Heroin greifen lässt. Er greift danach, weil es schöne Momente damit gab. Er kann einfach nicht loslassen. Und es gibt halt überwältigend schmerzhafte Momente, die man nicht annehmen kann. Die ganze Geschichte der Psychologie ist voll davon. Ich bin ein Opfer, weil der mich so behandelt hat und der andere hat mich so behandelt und der und so weiter. Man kann diese Geschichten nicht loslassen, man könnte aber damals die schwer annehmen. Das heißt, loslassen und annehmen sind sehr fest miteinander verbunden. Was kann man also machen? Es reicht manchmal, wenn man sich einfach davon zurückziehen könnte, von dem gesamten Leben, vielleicht rausziehen könnte. Nicht nur von der Arbeit, von der Beziehung, von allem. Vielleicht sogar von den Gedanken. Einige meditieren, die können sich komplett rausziehen. Aber da müsste man das immer wieder machen. Es hilft manchmal, wenn jemand einen unterstützt. Die größten Taten wurden ja nicht alleine geschaffen. Wenn ich jemanden auf den Mond schießen will, da brauche ich die Unterstützung von dem gesamten Volk manchmal. Sogar die größten Regierungschefs brauchen die Hilfe von jemand. Man fühlt sich manchmal, wenn es um Hilfe geht, um als Opfer oder als minderwertig, als kleines Kind, als nichtsnütziges irgendwas, als wäre man unfähig oder krank oder irgendwas. Es ist aber nicht so. Die größten Chefs, die größten Visionäre, die größten Künstler, die brauchen die Hilfe von jeder Menge Menschen. Wenn es so ist, könnte man dieses Herausziehen, einfach vom Leben rausziehen, mit Unterstützung intensiver gestalten oder schneller oder einfacher machen. Wenn jemand sich darum kümmert, dass ich mein Handy ausmache, der Klingel aus ist, keiner mich stört, dass ich meine Augen zumache und er mich einfach ohne Bewertung das machen lässt, was ich die ganze Zeit
ohne bewusst darüber zu sein, die ganze Zeit mache. Es gibt Gedanken, die ich aber nicht stoppen kann. Die gehen die ganze Zeit durch meinen Kopf. Wenn ich die tatsächlich aufgreife und bewusst annehme, vielleicht könnte ich sie leichter loslassen. Vielleicht gibt es Gedanken, die ich die ganze Zeit bekämpfe. Dann sollte ich sie mal bewusst bekämpfen. Warum nicht? Aber ich nehme mir einfach ein paar Tage Zeit und finde jemanden, der dafür sorgt, dass ich mich nicht ablenken lasse von dem realen Leben, sondern dass ich mir auch dafür Zeit nehmen kann. Für mich, wenn man so will. Um diese Sachen, die die ganze Zeit im Hintergrund rauschen, vorhanden sind, mir genauer anzuschauen. Vielleicht mehr Kontrolle darüber zu gewinnen, vielleicht die abschalten zu können. Weil wenn ich irgendwas nicht greifen kann, wie soll ich das beiseite schieben? Ich glaube, du bist jetzt dran.